Ja, eigentlich wollte die Wall Street gestern eine wunderschöne Party feiern. Beste aller Welten. Siehst du, der Wirtschaft geht's gut. Gleichzeitig werden die Zinsen schnell sinken. Also, was stört uns da? Nvidia, dann kaufen wir eben alles andere. Das war gestern das Mantra. Und solche Narrative wirken normalerweise, auch wenn, wie ich gleich versuche zu zeigen, sie von der Realität ziemlich weit entfernt sind. Es dauert, bis dann das Narrativ oder bis die Realität so überwältigend ist, dass das Narrativ nicht mehr haltbar ist. Das beginnt jetzt langsam auch bei Nvidia, dass das Narrativ nicht mehr haltbar ist. Aber deswegen hat man sich eben gesagt, gut, dann kaufen wir eben alles andere. Aber dann zum Handelsschluss wurde eben plötzlich die Geschichte ein bisschen komplizierter. Die Indizes an der Wall Street haben ihre Gewinne weitgehend wieder abgegeben. S&P 500 und Nasdaq war über 1% im Plus, ist dann noch ins Minus gedreht. Das wollen wir uns hier gleich mal anschauen. S&P letztendlich dann unverändert, Nasdaq sogar noch im Minus, Russell und Dow blieben noch im Plus, aber alle Indizes, wie wir hier sehen, hatten so ihre Probleme Richtung Handelsende. Warum ist das so, wenn wir in der besten aller Welten leben, also wo die Wirtschaft robust ist und die Fed dennoch die Zinsen senkt? Jetzt haben wir heute ja den letzten Tag des August. Der September war traditionell schwierig in den letzten Jahren. Hier sehen wir mal Peak to Trough, also praktisch von hoch zu tief im September. Letztes Jahr 6,6, 2022 13%, 2021 5% und 2020 10%. Wird es diesmal anders sein? Wir haben potenziell eine Diamantenformation, die sich nach unten auflösen könnte, aber nicht muss. Aber das ist ein interessantes Play. Schaffen wir beim S&P 500 nochmal das Allzeithoch, ja oder nein, wenn wir nicht die Beteiligung von Schwergewicht Nvidia haben? Jetzt sehen wir plötzlich Analysten, die sagen, oder ein Fundmanager, der sagt, oh, die könnten 20% fallen. Er wartet auf ein Signal, wie sich die Kunden von Nvidia verhalten werden. Hier rechts sehen wir übrigens mal diese Parallelen zu Tesla. Im Jahr 2021 war ja auch eine Riesenhype-Geschichte. Inzwischen hat sich das ein bisschen ausgehypt, aber diese 20% bei Nvidia, die könnten vielleicht sogar konservativ geschätzt sein. Wenn Nvidia noch über 70% fällt, dann wäre man immer noch praktisch im Aufwärtstrend. Das muss man sich mal vorstellen. Also auch das wäre möglich, dass wir hier deutlich stärkere Rücksetzer sehen. Das würde dann bedeuten, dass die Aktie um und bei, wenn sie da wirklich aufsetzt, wo dieser Trendkanal ist, im Bereich knapp über $50 hantieren würde. Das wäre also schon ein ziemlicher Schmackes. Aber wir haben Tom Lee, den Dauerbullen, der sagt, ach, macht euch keine Sorgen. Schaut euch mal an, in den letzten 3 von 7 Quartalen nur ist der S&P Nvidia gefolgt. Also Subtext, selbst wenn Nvidia fällt, der S&P 500, der wird steigen. Das hört man an der Wall Street gerne. Was man allerdings nicht so gerne sieht, ist mal die Realität. Nämlich schauen wir uns mal an, was die Earnings Calls sagen, also was die Firmen selber sagen. In Sachen zum Beispiel KI, in Sachen Inflation und so weiter. Hier sieht man das, dass die Erwähnungen bei fast allen Bereichen nach unten gehen, aber interessanterweise jetzt eben auch bei Artificial Intelligence nach unten gingen im zweiten Quartal. Das ist das erste Mal, dass wir einen Rückgang verzeichnen, dass also die Firmen weniger von KI sprechen. Ich habe gestern mit einem Freund gesprochen, der für einen weltweit tätigen Finanznachrichtenanbieter tätig ist, und der sagte, wir nutzen KI und die Konzernleitung ist komplett fokussiert auf KI, KI, KI. Aber das Problem, sagt er, ich habe viel mehr Arbeit damit, weil diese KI generiert Nachrichten, die teilweise total idiotisch sind, zum Beispiel in der Überschrift 180 Zeichen haben, also ellenlange Überschriften, was schon mal ein ziemlicher Quatsch ist. Dann muss er diese Nachricht noch korrigieren, weil immer Fehler drin sind durch die KI. Dann kommt dazu, dass diese KI-Nachrichten praktisch nicht gelesen werden. Er sagt so durchschnittlich 37 Klicks und das bei Kosten von um und bei 38 Cent pro generierter KI-Nachricht. Das heißt, das rechnet sich hinten und vorne nicht. Wer 37 Klicks irgendwie erzählt, der verdient nicht mal einen Bruchteil eines Cents damit. Deswegen ist das ein Verlustgeschäft, aber man hält dran fest.
Man ist in dieser Illusion, super, wird schon alles toll. Es gibt Anwendungsbereiche, wo das sinnvoll ist, gar keine Frage. Programmierung, das könnte hier einiges bewirken. Aber in vielen Bereichen ist es eben nicht sinnvoll und dafür, oder nicht wirklich weiterführen, dafür ist die Aktie zu teuer mit dem 40-fachen des Umsatzes bewertet. Dann allerdings gestern ein bisschen Erleichterung. Dell hat die Erwartungen geschlagen, nachdem die Verkäufe um 80% gestiegen sind, weil eben alle unbedingt Datacenter. Jetzt hat Dell, ist ja im Prinzip auch so ein bisschen, wie soll man sagen, ein Schaufelverkäufer, der eben sozusagen die Infrastruktur auch für diese KI-Trainingsmodelle verkauft. Apple hat jetzt gesagt, wir sind in Gesprächen mit OpenAI, um uns da rein zu investieren. Also nochmal der Versuch, diese Euphorie zu retten. Aber schauen wir uns mal an, was die Magnificent Seven Aktien in Relation zum S&P gemacht haben. Die waren im ersten Quartal schon leicht schwächer und die sind jetzt wahrscheinlich, wenn es so weiter ginge bis Ende September, also in diesem Quartal, dann hätten wir praktisch die schwächste Performance seit Ende 2022. Und gestern haben wir gesehen, dass der Fear and Greed Index wieder auf Gier ist. Das ist sehr großartig. Gier ist ja die Sehnsucht nach immer mehr. Ambition ist die Sehnsucht nach besser, könnte man sagen. Und besser war gestern dann auch diese Revision des BIPs. Und da haben sich Wunderdinge zugetragen. Man hat das BIP auf 3,0 nach oben revidiert, wobei eben die Konsumausgaben von 2,3 auf 2,9% nach oben revidiert wurden. Eine 6er Standardabweichung, wie ich gestern schon thematisierte. Und das alles in einer Situation, wo man Hunderttausende von Jobs praktisch als nicht existent erklärt hat, soll dieser Konsument, der also viel weniger Jobs bekommen hat, deutlich mehr konsumiert haben. Erstaunlich, und das vor allem vor dem Hintergrund, dass wir natürlich diese Wunder dieser Wirtschaft in den USA durch ein massives Defizit einkaufen. Im zweiten Quartal ist es so, dass also wir ein GDI haben, Real Gross Domestic Income, von nur 1,3%. Das alles mit einem über 6% Defizit. Und dieses Defizit, das wird noch viel größer. Was wäre denn die Wirtschaftsleistung ohne ein solch gigantisches Defizit? Deswegen stehen die Franzosen auch vergleichsweise besser da als wir, rein optisch, weil die eben ein riesiges Defizit haben. Jetzt ist Fitch rausgekommen, hat gesagt, 2024 dürfte die ganze Geschichte wahrscheinlich auf minus 8,1% rauslaufen, im nächsten Jahr dann 7,7%. Das wiederum würde bedeuten, dass wir schon in knapp einem Jahr wohl oder in gut einem Jahr dann bei 40 Billionen an Schulden wären, Staatsverschuldung. Damit würde dann die Gesamtschulden, also Konsumentenhaushalte, über 100 Billionen steigen, Sven Hendrik sagt. Und das ohne eine Rezession. Jetzt stellen wir uns mal vor, das BIP schrumpft, also praktisch diese eine Variable Defizite zu BIP. Wenn das BIP schwächer wird, dann steigt natürlich latent das Defizit, und das Defizit im Handel steigt auch weiter, wie wir gestern gesehen haben. Wir haben jetzt 102 Milliarden Dollar Defizit gemacht. Das ist jetzt der stärkste, der krasseste Wert, seit wir diese Corona-Geschichte erlebt hatten. Also es geht wieder nach oben. Wenn hier der Chart nach unten geht, dann geht es mit dem Defizit nach oben. Die Amerikaner leben also komplett ihre Verhältnisse. Und dann wird eine solche Zahl als solide Wirtschaft gefeiert, die wir gestern gesehen haben. Hier sehen wir das nochmal. Man wird 6,8 Billionen Dollar ausgeben, muss dafür aber gut 1,9 Billionen Dollar mal ausleihen. Das heißt, 28% dessen, was man ausgibt, hat man nicht. Das muss praktisch geliehen werden. Hier sehen wir die verschiedenen Posten. Net Interest, also praktisch Zinsen in Richtung 1 Billion. Und das alles in einer Wirtschaft, wo immer mehr Unternehmen sagen, der Konsument hat echte Schwierigkeiten. Dollar General gestern, die abgestürzt sind, dann Big Lots. Da überlegt man jetzt auch eine Chapter 11 Anmeldung, also praktisch eine Insolvenzanmeldung. Auch die sagen, der Konsument hat riesige Probleme. Das, was Dollar General gestern gesagt hat, ist vielleicht typisch. Hat man gesagt, hier also 40, 60% der Leute, die wir befragen,
Sagen Sie, schrauben Ihre Käufe zurück, weil die Preise so stark gestiegen sind. Mindestens 30% sagen, dass sie mit mindestens einer Kreditkarte komplett am Anschlag sind. Und 25% unserer Konsumenten sagen, dass sie erwarten, dass sie Rechnungen nicht bezahlen können in den nächsten 6 Monaten. Und die Mehrheit sagt, dass sie schlechter dran sind als vor 6 Monaten. Kein Wunder, die Preise sind ja weiter gestiegen, auch wenn die Inflationsdynamik nachgelassen hat. Hier sehen wir mal die Savings negativ. Das sieht aus wie eine inflationäre Depression, wie hier jemand kommentiert. Dann hatten wir gestern nachbörslich Lululemon, die praktisch die Erwartungen senken. Ulta Beauty, in der sich ja Warren Buffett kürzlich eingekauft hat, die sogar jetzt einen Verlust erwarten. Also da wird weniger Geld ausgegeben, das ist ganz offenkundig. Gestern hatten wir noch dann die Pending Home Sales. Neues Allzeittief. Warum? Weil die Relation zwischen Hauspreisen und Einkommen auf absoluten Rekordhoch ist. Das heißt, die Leistbarkeit, die wird immer geringer. Und so sehen wir nicht zufällig, dass wahrscheinlich jetzt die Rezession sehr nahe vor der Tür stehen könnte, wenn wir uns mal die invertierte Zinskurve anschauen, die jetzt eben dabei ist zu entinvertieren, wie das in den Jahren 2000, 2008, 2020 und 2024 gewesen ist. Aber wir haben ja eine große Hoffnung, vor allem die Deutschen, auf Kamala Harris, die jetzt das erste Mal sich zu einem Interview bequemt hat. Da war dann auch die Frage, wenn du jetzt das und das machen willst, warum hast du es in den letzten 4 Jahren nicht gemacht? Daraufhin Harris, also wir sind sehr stolz. Und vor allem, dass wir die Inflation nach unten gebracht haben. Peter Schiff sagt hier richtig, alles was Kamala Harris plant, Preiskontrollen, Geschenke für Hauskäufer, für jedes Kind Tausende von Dollars, ist inflationär und wird die Situation verschärfen. Und das angesichts einer Haushaltssituation, die eh schon desolat ist. Trump ist nicht besser in dieser Richtung, gar keine Frage. Das ist sozusagen nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und richtig gut gelaufen scheint dieses erste Interview nicht gewesen zu sein. Denn auf Bitten der Harris-Kampagne hat man eben den Wortlaut des Interviews jetzt nicht veröffentlichen wollen und hat das Ganze auf 18 Minuten zusammengeschnitten. Also schon ein etwas seltsamer Auftritt. Auch mal auffällig, wie man zum Beispiel Kamala Harris hier positioniert hat. Die wirkt total klein und wirkt so wie so das kleine Mädchen am Tisch, rein optisch jetzt gesehen. Das ist schon mal spannend. Dann hat sie natürlich wieder solche Wortsalate teilweise gebracht. Die Klimakrise is real und so weiter und so fort. Urgent matter to which we should apply metrics that include bla bla. Also so Nullersätze, die sie auch gerne mal sagt. Ich glaube, diese Frau wird sehr, sehr stark überschätzt, insbesondere in Deutschland. Und ob das wirklich so segensreich wäre, wenn sie an die Macht kommt, das wage ich mal zu bezweifeln, ebenso wie bei Donald Trump. Also das wird jetzt keine ganz einfache Geschichte. Heute wichtig, wenn wir jetzt nochmal zu den Märkten zurückkehren, die Inflationsdaten PCE 14.30. Hier erwartet man um und bei 0,1 oder 0,2%, wird eine enge Geschichte. In der Headline Median 0,15, also genau die Grenze, wo zwischen 0,1 und 0,2, und die Märkte würden natürlich 0,1 lieben, weil sie sagen, ja, siehst du, dann ist er Inflation besiegt, gell? Wie das bei diesen Defiziten besiegt sein soll, okay, schauen wir mal. Also das wird wichtig hier eben, wie gesagt, diese Prognosen der Banken. Wir hatten heute Inflationsdaten auch aus Japan und die waren höher als erwartet. Tokio Verbraucherpreise 2,4 statt 2,2 erwartet. Arbeitslosenquote übrigens deutlich gestiegen von sehr niedrigem Niveau, aber dennoch ein deutlicher Anstieg. Wir sehen, die Inflation in Japan geht wieder nach oben, weswegen ja die Bank of Japan die Zinsen angehoben hat, was dann als Flügelschlag eines Schmetterlings letztendlich zu dieser Carry Trade Explosion geführt hat. Aber wir wollen uns ja anschauen, diese Sache 14.30. Gut möglich, gut wahrscheinlich, dass die Aktienmärkte im Vorfeld schon mal sich sagen, ah, ist doch schick, da kriegen wir eine niedrige Zahl, da machen wir schon mal Party im Vorfeld. Was genau erwartet wird, warum das wichtig ist, erfahren Sie in diesem Artikel. Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung ist, der DAX auf Allzeithoch. Wie hoch kann es noch gehen? Maue Wirtschaft, schlechte Stimmung. Wirklich alles nach unten zeigend, aber der DAX auf Allzeithoch, gell? Naja, also man gönnt sich ja sonst nichts. Also diese beiden Artikel empfehle ich. Ich sag's ja auch, ciao.